Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hebe die Sitzungsunterbrechung auf und wir setzen die 6. Plenarsitzung fort. Ich rufe auf den Setzpunkt der AfD-Fraktion, Top 17, Abkehr von dem Bekenntnis der Geschlechtersensibilität an der Goethe-Universität Frankfurt, Drucksache 21-243. Als erster Redner hat sich der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Dr. Grobe, gemeldet. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Noch heute forschen Archäologen und Theologen danach, ob die Bibel recht hat oder ob es nur eine fromme Fiktion ist. Auch die Goethe-Universität Frankfurt wandelt auf den Spuren der Bibel. Denn die Hochschulleitung veröffentlichte im Juni 2023 einen 10-Punkte-Plan zur Berücksichtigung von Geschlecht und Vielfalt in Wissenschaft und Forschung, der nicht nur 10 Gebote enthält, sondern diese auch zu einem Bekenntnis erhebt. Noch gravierender, darin sind Bezeichnungen und Ausdrücke enthalten, die das Bekenntnis zu einem Glaubensbekenntnis verstärken. So enthält jeder Punkt die biblischen Worte des Briefes an die Galater, Kapitel 3, es gilt. Dieser besagt, das Gesetz aber hat nichts mit dem Glauben zu tun, sondern es gilt. Wer die Gebote erfüllt, wird durch sie leben. Zitat Ende. Und damit es auch jeder Forscher und Student an der Goethe-Universität versteht, wurden diese auch noch fett gedruckt. Ich frage Sie, was hat das noch mit Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei zu tun, meine Damen und Herren? Die Antwort darauf weiß jeder, der ehrlich mit sich selbst und der Vernunft ist. Nichts. Denn hier wird das Grundgesetz erneut von der Goethe-Universität beschnitten, und das mit ihrer Duldung. Zumal dieses Hochschulbekenntnis mit dem Ideal der Aufklärung überhaupt nichts mehr zu tun hat. Denn dort geht es um Fortschritt und dem Streben nach Erkenntnis, Freiheit und Unabhängigkeit. Bereits im Jahr 2020 hatte man im Verbund mit anderen hessischen Hochschulen mit einer Handreichung für gendergerechte und diversitätssensible Führungskultur es schon einmal versucht, die Axt an die Integrität des ehemalig hochgeschätzten Wissenschaftsstandortes Hessen zu legen. Diese Allmachtsfantasien der Frankfurter Hochschulleitung widersprechen im Übrigen auch dem Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung. Heißt es doch dort, Hessen ist ein Land freier Wissenschaft. Wir stehen für eine offene Forschungskultur ohne Denkverbote. Oder hat sich die Regierungskoalition bereits davon schon verabschiedet, nachdem erste Kritik von Juristen oder von der Verbotspartei der Ökosozialisten aufflammte? So will Staatsminister Gremmels genauso wie Ministerpräsident Rhein über diese Frage keinen Kulturkampf führen, wie beide unlängst mitteilten. Dabei ist dieser längst in Gange, und zwar zum Schaden von Freiheit, von Forschung und Lehre. Es herrscht nämlich wieder unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren. Dieses Mal kommt der Muff von den Linken, den Queren, den Selbstgerechten, also den Unterstützern der Cancel Culture, die den Meinungskorridor nach ihren Vorstellungen beschneiden und Sprech- und Denkverbote aussprechen. Darauf weisen die 17 aufrechten Professoren der Goethe-Universität hin, die sich dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit angeschlossen haben. Da aber laut Allensbach nur noch 40% der Deutschen glauben, frei reden zu können, ist die Dunkelziffer unter den Dozenten sicher noch höher. Und Sie, meine Damen und Herren von den Altparteien, sind daran schuld. Ein erstes Opfer gibt es schon. So hat Professor Markus Veit nach 17 Jahren seine Zusammenarbeit mit der Universität beendet. Denn nach Veit sei von einer freien Debattenkultur im Sinne der Resolution des Deutschen Hochschulverbandes zumindest die Pharmazie an der Goethe-Uni weit entfernt. Aber es betrifft nicht nur die Pharmazie, sondern alle Wissenschaftsbereiche der Universität. Denn die Hochschulleitung möchte überall die Vergeschlechtlichung und Diversifikation der Forschungsgegenstände und Herangehensweisen vorantreiben. Das hat mit geschlechtergerechter Gleichstellung absolut nichts zu tun.
Hier soll nämlich überall der Geist der Querness einziehen. Doch gerade bei naturwissenschaftlichen Fächern wird das nicht einfach so funktionieren. Denn jeder Biologe weiß, dass es nur zwei Geschlechter bei Säugetieren und somit auch bei Menschen gibt. So wird es beispielsweise für einen Naturforscher schwierig sein, bei Elefanten, die zu einem bestimmten Zeitraum zu einer Wasserstelle gehen, zwischen männlichen, weiblichen und Elefanten, die sich zu keinem Geschlecht zugehörig fühlen, zu unterscheiden. Wie irrsinnig bereits geforscht wird, zeigen Ausgrabungen von menschlichen Gebeinen. Obwohl Ötzi eindeutig ein Mann war, stellen einige schon die Frage, ob dieser sich auch wirklich als Mann gefühlt hat. So bemängelt der frühere Medizindekan der Goethe-Universität Josef Fallstifter, dass der querfeministische Diskurs seiner früheren Alma Mater allumfassend beherrscht und einengt. Und das besagt auch der 10-Punkte-Plan. So gilt es unter Punkt 9, Daten auch dann zu erheben, wenn sie für das Forschungsvorhaben nicht relevant sind. Zur Hüterin dieses Ungeistes wurde das Cornelia-Goethe-Zentrum eingesetzt. Dieses stellt laut dem ehemaligen Dekan die Wissenschaft in den Dienst der Fabrikation von Diversität. Und weiter, man stelle sich umgekehrt folgende Situation vor. Die Universität beschlösse die Einrichtung einer Stabsstelle Objektivität, Reproduzierbarkeit, Falsifizierbarkeit und statistische Solidität und beauftrage diese Stabsstelle damit, diesen Prinzipien in den Diskursen und Forschungsprogrammen und Publikationen der Geisteswissenschaften zur Geltung zu verhelfen. Zitat Ende. Wissen Sie, das wäre nicht nur quer, sondern würde wieder die Kriterienliste echter Wissenschaft erfüllen. Doch ich vermute, dass nur wenige hier die letzten Sätze auch verstanden haben. Aber leider passt das auch in das nicht ideologisch linke Weltbild der Hochschulleitung. Man präferiert lieber die Cargo-Kulturwissenschaften, bei der der äußere Anschein der Wissenschaftlichkeit gewahrt bleibt. Doch die radikale Ehrlichkeit, die im Übrigen von Nobelpreisträger Richard Feynman für die Wissenschaft als identitätsstiftend eingestuft wird, ist hier vollkommen verloren gegangen. Je stärker wissenschaftliche Institutionen Aktionismus und Ideologie verbreiten und nicht mehr dem Wahrheitsgehalt empirischer Aussagen folgen, ist die Wissenschaft am Ende. Die Corona-Pandemie hat dies deutlich gezeigt. Hier wurden weitreichende und folgenschwere Entscheidungen aufgrund unwissenschaftlicher Aussagen getroffen. So gab der Kasseler Soziologieprofessor Heinz Bude unlängst offen zu, dass man das Flatten-the-Curve-Modell dazu genutzt habe, um dem Bürger zu suggerieren, dass dies, Zitat, nach Wissenschaft aussieht. Man sagt, wenn ihr schön diszipliniert seid, könnt ihr die Kurve verändern. Man habe es irgendwie toll gefunden, so ein quasi Wissenschaftsargument in der Hand zu haben. Zitat Ende. Wer jetzt denkt, dass sich Bude für die grundlose Panikmache entschuldigte, irrt. Vielmehr kündigte er an, dass derartige Strategien auch in Zukunft Mittel zum Zweck sein werden, um Menschen dazu zu zwingen, sich dem Willen der Entscheidungsträger, also ihnen, entsprechend zu verhalten. So tief ist die Wissenschaft schon gesunken, meine Damen und Herren. Um ernsthafte Wissenschaft zu betreiben, bedarf es keiner politisierten Vorgaben für Fördermittelanträge, aber auch keine Vorgaben wissenschaftsferner Genderlehrstühle mehr. Denn keine Genderthese hält die Überprüfung mit Wissenschaften wie Biologie oder Neurowissenschaften stand. Das heißt, dass Begriffe wie Diversität, Gender, Inklusion oder Disparität auf keinen Fall weiterhin als Kriterien für die Vergabe von Fördermitteln in der Forschung relevant sein dürfen. Sollte weiterhin an der Goethe-Universität bei allen Forschungsvorhaben auch zu Geschlecht und Vielfalt geforscht werden, würde dies vor allem MINT und Naturwissenschaften benachteiligen. Man kann dies auch mit Berufsverboten vergleichen. Denn wer das Spiel nicht mitmacht, erhält keine Drittmittel. Warum führt die Universität übrigens keine diesbezügliche Evaluation durch? Weil sie weiß, dass insbesondere die geforderte Erfassung von Daten von Menschen und Tieren hinsichtlich Geschlechts- und Vielfaltsdimension zu einem erheblichen personellen Mehraufwand und hohen Kosten führen wird, Mittel, die an dieser anderer Stelle besser aufgehoben wären. Fördern wir daher wieder die freie Wissenschaft,
dann würde die Goethe-Universität, die international abgeschlagen auf Platz 302 rangiert, vielleicht irgendwann wieder oben mitspielen. Also weg mit Denkverboten und Denkgeboten. Vielen Dank. Danke, Herr Dr. Grobe. Ich erteile jetzt dem Abgeordneten Schmitz von der CDU das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen der AfD-Fraktion. Dieser Setzpunkt und auch die ähnlichen Anfragen, die wir demnächst im Ausschuss behandeln werden, sind wenig überraschend, zeugen von wenig Einfallsreichtum und, man muss es auch so deutlich sagen, erzeugt insbesondere von wenig Sachkenntnis. Herr Dr. Frank Grobe, wenn Sie einen solchen Setzpunkt schon einbringen, dann wäre es doch sehr hilfreich, wenn Sie sich das Papier, auf das Sie sich beziehen, noch einmal vorher gelesen hätten, und zugegebenermaßen Ihr Wortbeitrag bringt mich gerade zu keiner anderen Einschätzung, dass Sie es überhaupt nicht gelesen haben. Sie haben über alles gesprochen, aber nicht über das Papier, auf das Sie sich gerade beziehen. Und es ist frei im Internet einlesbar, also empfehle ich darüber mal einen kurzen Blick. Aber lassen Sie uns gerne über das Papier sprechen. Und lassen Sie uns insbesondere auch mal über Ihre wirklich teilweise kruden, und man muss es wirklich so behaupten, kruden Behauptungen hier in diesem Setzpunkt diesmal entkräften. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist nämlich mitnichten so, dass diese unverbindliche Empfehlung der Goethe-Universität den Schutzbereich des Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz auch nur irgendwie eröffnet, geschweige denn ein verfassungsrechtlicher Eingriff vorliegt, so wie Sie es hier in Ihrem Setzpunkt suggerieren wollen. Es ist auch mitnichten so, dass die Berücksichtigung von Geschlecht und Vielfalt auch nur irgendwie... Herr Abgeordneter Schmitz, lassen Sie eine Zwischenfrage. Er kann erst zuhören, und dann können wir gerne darauf zurückkommen. Auch diese Berücksichtigung... Die Berücksichtigung von Geschlecht und Vielfalt auch nur irgendwie die Drittmittelvergabe bei der Goethe-Universität auch nur irgendwie benachteiligen würde. Und es ist selbstverständlich mitnichten so, dass die freie Forschung an der Goethe-Universität auch nur irgendwie hierdurch unverbindlich bzw. irgendwie beschränkt werden würde. Nämlich genau das Gegenteil ist der Fall, und ich möchte es Ihnen an drei Beispielen kundtun. Diese Landesregierung und die regierungstragenden Fraktionen stärken nämlich in Zusammenarbeit mit den Hochschulen das verfassungsrechtlich verankerte Gebot der freien Wissenschaft und Forschung. Lesen Sie unseren Koalitionsvertrag, bewerten Sie uns nach unseren Maßnahmen und Handlungen, und Sie werden sehr, sehr schnell feststellen, dass diese Landesregierung, dass die regierungstragenden Fraktionen alles dafür tun, dass die Hochschulautonomie und die freie Wissenschaft in Hessen gestärkt wird. Und im Übrigen... Und im Übrigen sei an dieser Stelle tatsächlich auch mal auf Folgendes hingewiesen. Dieser Setzpunkt steht, wie ich finde, sinnbildlich für die widersprüchliche, sinnbefreite, ideologische und auch völkische Politik der AfD. Sie fordern die freie Wissenschaft und Forschung. Sie berufen sich auf unser Grundgesetz, aber eben auch nur so, wie es Ihrem eigenen Weltbild entspricht. Und wenn es eben nicht Ihrem eigenen Weltbild entspricht, dann wollen Sie genau diese Wissenschaft, diese Forschung nach Ihrem Belieben einschränken. Und genau das ist die AfD. Populistisch das eine behaupten, aber tatsächlich für das andere stehen. Zweitens, es gibt, und Sie haben es ja auch gerade nicht mal ansatzweise versucht, Herr Dr. Grobe, überhaupt keine Belege dafür, wie Sie es auch in Ihrem Setzpunkt suggerieren, dass die Goethe-Universität durch dieses Papier irgendwo bei der Vergabe von Drittmittelprojekten benachteiligt werden würde. Im Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall.
Die Reflexion von Geschlecht und Vielfalt sind im Rahmen von Anträgen bei führenden Forschungsorganisationen durch diese doch ohnehin schon vorgesehen. Lesen Sie sich mal die ganzen Anträge durch, zum Beispiel bei der Deutschen Forschungsgesellschaft oder eben im Rahmen des Exzellenzwettbewerbs, und Sie werden feststellen, dass es sogar von Vorteil ist bei der Vergabe von Drittmitteln, wenn man genau diese Dinge auch berücksichtigt. Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, liebe AfD, wenn Sie sich, wie Sie es hier machen, auf die freie Wissenschaft berufen, dann handeln Sie dann auch so. Dann nennen Sie uns Zahlen, nennen Sie uns Belege dafür, wo es auch nur irgendeine Berücksichtigung, einen Nachteil durch dieses Papier gibt. Das Gegenteil ist nämlich auch hier der Fall. Und drittens, und ich sagte es schon eingangs, dieses Papier, wenn Sie es gelesen hätten, dann hätten Sie festgestellt, dass dieses Papier eine Empfehlung ist. Es hat überhaupt keinen rechtsverbindlichen Charakter. Es steht in der Präambel wortwörtlich geschrieben, dass es eine Empfehlung ist und eben keinen solchen verbindlichen Charakter hat. Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag. Nämlich dafür, dass Sie sich selbst ein verbindliches Papier geben. Nämlich mit Blick auf die Vielfalt Ihrer Fraktion, wo es 2 weibliche Abgeordnete von 26 gibt. Mit Blick auf Ihren Landesvorstand, wo 1 von 12 Mitgliedern weiblich ist. Und insbesondere mit Blick auf Ihre Jugendorganisation, wo im Landesvorstand sage und schreibe 0 Frauen vorhanden sind, wäre es gerade für Sie ratsam, wenn Sie sich mal eine verbindliche Handlungsanweisung zur Geschlechtersensibilität geben würden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schmitz. Es war Ihre erste Rede. Gratulation dazu. Ich erteile der Abgeordneten Herz das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe KollegInnen! Der Setzpunkt sagt viel über das Verständnis der AfD, nicht nur zur Frage von Gleichberechtigung, sondern auch zur Wissenschaftsfreiheit. Um es klar und deutlich zu sagen, unsere Hochschulen haben die Autonomie, selbst zu entscheiden, zu was sie forschen, über was sie diskutieren und wie sie ihre wissenschaftliche Exzellenz voranbringen. Und wenn hier für die Hochschulen und die Wissenschaft Geschlecht und Vielfalt eine Rolle spielt, ist das im Sinne der Wissenschaftsfreiheit und Hochschulautonomie von uns schlicht zu respektieren. Aber das ist überhaupt nicht der Grund, warum Sie diesen Antrag hier heute stellen. Ihnen geht es mit diesem Antrag nicht um eine inhaltliche Auseinandersetzung über wissenschaftspolitische oder frauen- und vielfaltspolitische Fragestellungen. Das wissen Sie, das wissen wir, das wissen mittlerweile, glaube ich, alle. Ihnen geht es in diesem Fall darum, Institutionen zu diskreditieren, die sich mit den Strukturen der Diskriminierung, Vielfaltsförderung und Gleichstellung der Geschlechter auseinandersetzen. Und Ihnen geht es darum, diese Ansätze lächerlich zu machen. Wir sind dankbar für Institutionen wie das Cornelia-Goethe-Zentrum und ihre exzellente und bereichernde wissenschaftliche Arbeit. Anders als die AfD haben Wissenschaft und Forschung, aber auch die Wirtschaft schon längst die Notwendigkeit, Diversität und Geschlecht zu berücksichtigen, erkannt. Und zwar nicht aus Gutmütigkeit, sondern weil verschiedene Perspektiven und Sichtweisen zu besseren Ergebnissen führen. Geschlecht
Geschlecht und Vielfalt sind vor allem riesige Potenziale für Perspektiven, Kreativität, wissenschaftliche Innovation und Exzellenz. Damit haben diese Themen das Potenzial, unsere Gesellschaft zu bereichern. Davon mal abgesehen, formuliert die Frankfurter Goethe-Uni ihre 10 Punkte sehr anders, als es uns die AfD hier glauben lassen möchte. Die AfD spricht in ihrem Antrag von Handlungsanweisungen. Dieser Eindruck, der hier vermittelt werden soll, ist schlichtweg falsch. Das Papier wurde innerhalb der Gremien der Universität nicht formal verabschiedet. Und damit handelt es sich hier um eine Empfehlung der Universität, die keinen bindenden Rechtscharakter hat. Aber das Schöne ist ja, dass die meisten Menschen inzwischen verstanden haben, was die AfD für eine Partei ist. Und damit auch verstanden haben, dass man nicht in Aufregung verfallen muss, wenn die AfD ein Konzept für unseren Untergang hält. Aber nur mal angenommen, bei Ihnen gäbe es wirklich auch einzelne Abgeordnete, die sich glaubhaft um die Zukunft der Goethe-Uni und die Zukunft anderer Universitäten sorgen würden. Dann schauen Sie sich bitte mal an, was Parteien ihresgleichen, beispielsweise in Polen oder Ungarn, mit der Freiheit von Lehre und Forschung, mit der Meinungsfreiheit an Universitäten, aber auch bezüglich des internationalen Ansehens ihrer Unis angerichtet haben. Das Schlimmste, was unseren Unis passieren kann, ist die AfD. Ich will an dieser Stelle aber auch noch einmal deutlich machen, was passieren kann, wenn Geschlecht in Forschung und Wissenschaft in und außerhalb von Unis eben keine Beachtung findet. Das führt nämlich immer wieder zu erheblichen Konsequenzen für Frauen oder intergeschlechtliche Menschen. Eva ist der Name des ersten weiblichen Crashtest-Dummies. Es ist der erste Dummy, der eine durchschnittlich weibliche Statur nachbildet, beispielsweise was den Körperschwerpunkt und die Muskulatur angeht. Bis dahin, und wir reden hier vom Jahr 2022, wurden für das Testen von Sicherheitssystemen im Auto einfach immer nur kleinere Versionen der männlichen Puppe verwendet. Und ich hoffe, dass ich der AfD jetzt nichts Neues verrate, aber Frauen sind keine kleineren Männer. Aber diese Annahme führt in diesem Fall allerdings dazu, dass Frauen immer noch ein 17% höheres Risiko haben, bei einem Autounfall ums Leben zu kommen. Ähnlich ist es in der Medizin, wo viele Medikamente ungeachtet der Tatsache, dass sie bei Frauen ganz anders wirken können, nur an Männern getestet werden, oder die meisten einen Herzinfarkt bei Frauen immer noch deutlich schlechter erkennen, da vollkommen andere Symptome auftreten können. Das sind ganz konkrete Folgen, wenn in Wissenschaft und Forschung männliche Körper, männliche Lebenserfahrung und männliche Perspektiven als universell angesehen werden. Die Konsequenzen des Gender Data Gap sind für alle anderen Geschlechter im besten Fall unangenehm, im schlimmsten Fall aber auch tödlich. Die Ideologie der AfD verhindert den wissenschaftlichen Fortschritt und gefährdet die Sicherheit von Frauen. Das werden wir nicht akzeptieren. Das Thema ist weit komplexer, als die AfD suggeriert. Die Gleichstellung der Geschlechter auch in Wissenschaft und Forschung und die Förderung von Diversität sind zwei Querschnittsaufgaben, die immense Anstrengungen erfordern. Zum einen geht es um die Förderung der inhaltlichen Auseinandersetzung mit Geschlecht und Vielfalt in den einzelnen Fachbereichen. Zum anderen geht es um die Universität als organisatorische Einheit, die sich mit Fragen der Barrierefreiheit und Nachwuchsförderung auseinandersetzen muss. Denn die gläserne Decke ist immer noch da.
In beiden Bereichen bedarf es daher einer kritischen Reflexion, wie es um Diversität und Gleichstellung bestellt ist. An dieser Stelle möchte ich die Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Frau Professorin Katja Becker, zitieren. Nach ihrer Ansicht widerspricht eine Förderpolitik, die Frauen gezielt bevorzugt, nicht dem Prinzip der besten Auslese. Sie sagt, Zitat, solange Frauen strukturell benachteiligt sind, sorgt die Förderung von Frauen gerade für Exzellenz. Wenn also Frauen und andere Mitglieder benachteiligter Gruppen unterrepräsentiert sind, dann war offensichtlich eben nicht die besten Auslese entscheidend, sondern andere Faktoren. Und genau dann haben wir ein Problem. Zitat Ende. Liebe Kolleginnen, was passiert, wenn wir die besten Auslese der AfD betreiben? Das sehen wir ja an Ihrer Fraktion. Und auch der Wissenschaftsrat stellt in seiner Empfehlung zur Weiterentwicklung der Geschlechterforschung in Deutschland fest, dass es in den Fächern jenseits der Gesellschaftswissenschaften und vor allem in den technischen und naturwissenschaftlichen Bereichen eine unzureichende Verankerung des Themas in der Wissenschaft gibt. Das Papier der Goethe-Uni wurde folglich innerhalb der Universität, aber auch darüber hinaus in der wissenschaftlichen Fachwelt überwiegend positiv bewertet. Und die Förderung von Diversität und Geschlecht in Wissenschaft und Forschung bereichert die Ergebnisse und damit auch unsere Gesellschaft. Auch immer mehr Unternehmen erkennen, dass es einen messbaren, positiven wirtschaftlichen Effekt gibt, wenn sich Vielfalt auch im Unternehmen widerspiegelt. Die AfD mit ihrem Gesellschaftsbild der 30er Jahre schadet damit nicht nur der Forschung, der Wissenschaft und der Wirtschaft, sondern dem ganzen Land. Herzlichen Dank. Liebe Frau Kollegin Herz, auch das war die erste Rede, auch hier von uns hier vorne. Gratulation dazu. Applaus